1998 gelang es Nitsch mit Hilfe seiner Frau Rita Nitsch, sein Lebenswerk in Prinzendorf zu verwirklichen. Circa 500 Personen wurden für die Mitwirkung benötigt. Akteure, Orchester, Organisation. Diese Aktion wurde durch eine fanatische Gruppe von Tierschützern, die das Werk von Nitsch missverstanden, skandalisiert. Die Aufführung des Orgien-Mysterien-Theaters bewirkte mehr Pressemeldungen als die Salzburger Festspiele.